Kranke und ihre Liebsten. Damit wir Zeit sparen.
den Dr. Gregory House, wenn Sie wollen, auf Greg. Ich bin einer der drei Ärzte, die hier heute Dienst haben. Und jetzt nehmen Sie sich eine Akte. Dieser entzückende Sonnenschein ist Dr. Lisa Kati. Dr. Kati ist sowas wie die Leiterin des Krankenhauses und kann sich daher leider nicht um sie kümmern. Hey, ich bin auch da. Gehen Sie nach Hause und trinken Sie einen Hasentee. Sie warten hier schon eine halbe Stunde und haben sich nicht hingesetzt. Sie haben mir nicht gesagt, was es ist. Es sagt mir, dass es was Peinliches ist. Auf dem Arm haben Sie ein Vögelchen tätowiert, das sagt mir, dass Sie eine hohe Peinlichkeitstoleranz haben. Und deswegen gebe ich nicht auf die Hämorrhoiden. Bevor sich noch keine Menschen über mich beugten, kümmerte ich mich um mein Befinden. Wollte es verbessern mit mir zur Verfügung stehenden Mitteln. Koks, Ecstasy, Koks. Zunge zergehen lassen, was dieses Land erlebt. Und das hören wir von der Opposition, und das ist der eigentliche Punkt. Die Gasumlage muss weg. Die Wahrheit muss weg. Die Wahrheit muss weg. Die Wahrheit muss weg. Wir seien nicht Bundeswehrfreunde, mal bitte zu der Wahrheit. Los, weg!